Hallo und Savadikap. Ja, meine, wieder eine traurige Nachricht. Einer von meiner Abonnenten ist leider verstorben. Ja, vor 9 Monaten war ich beim Jochen und seiner Mutter Brigitte im Odenwald. Ja, und habe sie besucht. Ich werde euch da einen kleinen Ausschnitt von zeigen. Hallo und Savadikap. Ja, heute bin ich mal unterwegs zu dem Jochen, der war ja schon bei ihm gewesen. Aber seine Mutter, er möchte mit seiner Mutter nach Thailand auswandern und seine Mutter möchte also Informationen haben aus erster Hand. Ja gut, das sind also 34 Kilometer von hier, werde ich mal dahin fahren und werde die Kamera natürlich mitnehmen. So, Gut. Sie möchten ja jetzt nach Thailand in einer Altersresidenz. Ja. Ne? Ja, Sie sind ja noch richtig fit, Ja. brauchen ja im Prinzip keine Altersresidenz. Ja. Ein Kondominium würde ja auch reichen, aber ist natürlich für spätere Zeit ist sowas immer gut. Ja, für spätere Zeit, weil wenn ich so einen Rheumaschub kriege und es ist niemand zu Hause, wenn ich jetzt hier bleiben würde Ja. und dann kann ich telefonieren, ob irgendwann kommt. Ja, aber gut, in Thailand zu leben und immer schön Wetter zu Ja, haben, ist doch gut. kein Winter. Sie waren ja, wie ich gehört habe, ja schon Ja. öfter in Thailand. So, kennen Sie ja ein bisschen. Das ist wahrscheinlich, wenn man Rheuma gut und auch wenn man Bronchien und so. Ja, Das Wetter und. Also die Knochen auf jeden Fall. Ja, auf Das jeden ist Fall. also sehr gut mit den Bronchien. Das Ja. gibt es auch viele, die da sind. Ja, das ist auch an mir, wo ich vielleicht hinwollte, soll ich tun mehr. Ja, es ist ja Pattaya, das liegt ja schon, wo liegt ja alles Ja. am Meer. Ja. Und Also ja, dann ich. wollen Sie also Ihr Lebensabend, sagen wir nicht. Sie möchten also Ich mache jetzt mal Ihren völlig. deutschen Standort nach Thailand verleben. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal erst wieder Urlaub. Und Urlaub. wenn es dann gar nicht mehr gefällt, wenn es nicht gefallen würde, Ja. kann ich immer wieder hierher gehen Ja. und kann mir irgendeine kleine Wohnung Wohnung nehmen. suchen, weil das ist mir alles zu viel. Ja gut, ganz allein in Du, dem wissen großen Sie, wie Haus. viel Arbeit das ist? Ich habe das die ganze Jahre allein gemacht. Ja. Ich kann das nicht mehr. Ja. Ja gut, Ja, dann wird dann. Ihr Sohn sicher in Thailand nach einer hübschen Residenz umsehen. Ja, Jochen, er war also in Thailand gewesen, hat was gesucht. Er wollte eine Altersresidenz für die Mutter suchen und finden, aber es war nicht das Richtige. Dann hat er also ein Haus gemietet, wo er mit die Mutter einziehen wollte. So, Jochen hat also keine Altersresidenz gemietet, sondern ein Haus in Ban Chang, das ist ungefähr 50 Kilometer vom Pattaya weg, auch nicht weit zum Meer, ein großes Haus. Und er wollte mit die Mutter im Juni, Anfang Juni, übersiedeln. Erst wollten sie im April, dann hat sich ein bisschen verschoben auf Juni. Ja, als ich jetzt in Deutschland war, habe ich den Jochen gefragt, wie geht's Mutter? Ja, er sagte, Mutter liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation. Die Mutter lag also einen Monat im Kranken auf der Intensivstation, hatte sich also ein Virus eingefangen. Ja, danach aus dem Intensivstation kam sie auf die normale Station und Jochen sagte zu mir, weil ich ja auch öfters mit meinen YouTuber in Kontakt bin, sagte er mir, die Mutter ist also jetzt von Intensivstation runter, es geht ihr besser, aber wir müssen den Urlaub, also die Übersiedlung verschieben. Ja, also er hatte dann also seine Vermieter angeschrieben, weil er das Haus, er hatte schon ein paar Koffer rübergebracht in dem Haus, wo sie waren, und hat denen gesagt, dass es also im Juni nicht klappt, sondern wahrscheinlich im August, weil die Mutter im Krankenhaus ist, sie braucht noch ein paar Tage, um sich zu genesen. Ja, wie es in Thailand ist, 3 Monate Deposit bezahlt und 20.000 Baht Miete im Monat. Ja, wenn man nicht da ist, ist das teuer. Jochen meinte, ob die Vermieter, waren auch Deutsche, eventuell mit der Miete runtergehen, aber für den ist das ein Geschäft, ist das Gleiche, wenn jetzt jemand in Deutschland einziehen will in eine Wohnung, sagt, ach, ich bin jetzt krank geworden, ich komme mal ein bisschen später,
zahl nur die halbe Miete, macht auch keiner. Ja, auf jeden Fall zahlte Jochen jetzt die Miete weiter. Und jetzt ist das Problem, die Mutter ist am 11. Juni gestorben. Ja. Mein Beiland, Jochen, habe ich also schon am Anfang gesagt. Ja, was nun? Jochen sagt mir, jetzt kommt viel Arbeit auf ihn zu. Die wollen das Haus verkaufen und dann nach Thailand gehen. Und dann haben sie sich überlegt, sie unterteilen das Haus in mehrere Abteilungen, in mehrere Wohnungen und vermieten es und lassen für sich jeder noch ein Zimmer im Dachgeschoss über mit separatem Aufgang. Ja. Pustekuchen, es kam anders, die Mutter ist gestorben. Ja. Und jetzt hat der Jochen sehr, sehr viel zu tun. Ja, will jetzt Ende des Jahres nach Thailand kommen. Ja, mal gucken, wie ich ihm da helfen kann. Er muss ja die Miete weiterzahlen, jeden Monat, obwohl er nicht da ist. Ja, auf jeden Fall erstmal Ruhe in Frieden, Brigitte. Vor 9 Monaten hatten wir noch drüber gesprochen und du hast mir erzählt, wie du dir dein Leben vorstellst. Ja, es ist ganz anders gekommen. Ja, und so ist es nun mal im Leben. Man plant und dann wird alles wegen einer dummen Krankheit und dann diese Nachfolge umgeworfen. Ja, ich wünsche den Jochen alles Gute, dass er das alles gut besteht. Die Mutter wird also eingeäschert und am 27.06. beigesetzt. Und dann hat er erstmal sehr, sehr viel Arbeit mit dem Haus und. Ja, gucken, wann er es dann schafft, nach Thailand umzuziehen. Das will er auf jeden Fall. Ja, Leute, da kann man also nicht viel sagen. Brigitte, Ruhe im Frieden. Ja, und dann sage ich mal, das war's, das letzte Video für Brigitte. Tschüss.